Herzlich willkommen zum Einstieg in AI. Was heißt das? Ihr habt's gewollt, ihr bekommt's ComfyUI und alle anderen Tools, was man mit AI-Tools zu Hause machen kann. Heute mal ein richtiges Brett, Teil 1 der richtigen Reihe. Viel Spaß! Wir gehen alles durch, was man so ein bisschen mit AI machen kann, an richtigen Beispielen und Erklärungen und so weiter und so fort rein. Das wird richtig cool! AI. Was kann man mit AI machen? Mittlerweile fast alles. Und sogar ihr zu Hause könnt es machen, ohne eure Daten abzugeben. Lokal auf euren Computern. Ohne Cloud. Keiner kann zugucken. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Unzensiert. Und mit allen Möglichkeiten, die eben moderne Tools so bieten. Und was ist das? Was kann ich da machen? Nicht nur Bilder bearbeiten. Klar, Bilder bearbeiten kann so ein bisschen jeder. Dann kannst du alles Mögliche machen. In-Painting, Out-Painting, Bilder nachbearbeiten, Bilder von Anfang an generieren. Nein, auch Audio könnt ihr machen. Das wird in dieser Reihe auch vorkommen. Euren eigenen Chatbot bauen, euren eigenen Jarvis bauen. Und nicht nur das. Das sind ja nur die Anfangspunkte. Und wir fangen mal grob an, welche Möglichkeiten und Wege es gibt. Ich habe euch im letzten Video bzw. im Appetithäppchen schon mal gezeigt, was ich damit machen kann und wie man sowas mit ComfyUI machen könnte. Aber heute fangen wir von vorne an und dann geht's zu Beispielen. Aufbau dieses Videos. Achtung! Ich erkläre euch ein bisschen Grundlagen zu AI, was es so gibt, wie ihr einsteigen könntet und solltet, was es zu beachten gibt. Danach gehen wir rüber und schauen uns an ComfyUI und warum für mich das der beste Einstieg ist für diese Reihe. Danach schauen wir uns an, was gibt es für Workflows, was kann man machen. Ich gehe ein bisschen ins Detail und dann sind wir für die Folge auch schon durch und gehen in die nächste. Habt ihr Bock? Dann legen wir los. Legen wir los mit AI-Tools. Da weiß man manchmal überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Es gibt Dinge wie Automatic 1111. Wer das noch nicht gesehen hat, da gibt es einige gute Tutorials auf YouTube, da kann man sich das reinziehen. Automatic 1111 ist quasi ein Installer für Stable Diffusion, das Go-To-Tool für manche Leute, um was zu machen. Aber davon lassen wir uns nicht limitieren. Wir gehen hier auf Windows ein, Windows in diesem Fall, denn das Tool, was ich euch jetzt zeige, für den einfachen Einstieg funktioniert eben am besten unter Windows. Wer mit ComfyUI gleich weiterarbeiten will, kann sich ja zum Beispiel unseren Docker dazu installieren, den ich gezeigt habe, oder eben einen anderen Docker dazu, oder eben Stable Diffusion unter Android, funktioniert auch sehr gut. Der kann gleich einsteigen, könnt jetzt mit Android loslegen und so weiter und so fort. Prerequisites, NVIDIA. Wieso? Für das, was wir tun, brauchen wir CUDA, also NVIDIA-Beschleunigung. Das vorweg. Ich mache das Ganze hier auf einer 3090. Das ist die Voraussetzung. Also ein PC, der halbwegs okay ist und ein bisschen guten RAM braucht er. Und dann kann man schon loslegen. Der Einstiegspunkt für AI, meines Erachtens nach, für euch. Das da ist Pinocchio. Pinocchio ladet ihr euch runter auf pinocchio.computer. Das habe ich im Amuse-Gueule-Video schon mal gezeigt. Und heute zeige ich euch, was kann denn so Pinocchio so wirklich. Das alles. Das installiert ihr und dann habt ihr hier nichts. Die drei sind eigentlich gar nicht da. Und da könnt ihr auf Discover gehen. Das sind alles Tools, die ihr nutzen könnt. Das fängt an bei Face Fusion, ein Gesichtsswapper. Geht weiter zu Llama-Modellen, Sprachmodellen, ComfyUI, wie wir es gerade nutzen, AudioCraft, um Audio zu bearbeiten. Die Liste ist wirklich lang. Hervorzuheben ist unter den Gesichtspunkten AudioCraft, Focus. Was ich auch sehr, sehr stark finde, ist Video to Post, da kann man Animationen bauen. Open Voice, da kann man mit Audio und Stimmen arbeiten. Und Animationen machen mit den ID-Adaptern und so weiter. Also überlegt euch, da ist viel, da kann man sich mal durcharbeiten. Stable Diffusion ist hier, ComfyUI ist hier. Turbo-Version für superschnelles Generieren, Simple Text-to-Speech, Bild-Editierung. Ihr seht schon, da machen ganz viele Leute ganz viele Container. Audio Separation, ihr könnt einen Audio-Track nehmen und könnt dann die Instrumente voneinander trennen, um zum Beispiel Sample zu bauen. Ihr könnt mit Whisper arbeiten, um euren eigenen Sprachassistent zu bauen. Diese Sachen zum Voice-Dubbing, Koya zum Beispiel. Koya, um eure eigenen Modelle zu trainieren. Loras, um eigene, mit Dreambooth eigene Modelle zu bauen. Da gehen wir mal drauf ein, was ist das, was kann das alles? Da hast du Voice-Cloner, du hast einen Token-Flow, du hast da NVIDIA Model Scope, damit kann man dann Videos in einen anderen Style verwandeln, also Rhythm-Videos zum Beispiel in Animationen. Du hast Wall-E X, damit kannst du auch, das ist die Microsoft-Variante von Stimme und Sprache. Und ihr seht, es sind sehr, sehr viele Sachen. Und diese ganzen Tools könnt ihr hier alle One-Click installen. Wir fokussieren uns jetzt aber mal auf Focus. Gutes Wortspiel, ne? Wir gehen hier einfach rein und sagen Focus und das installieren wir jetzt. Focus ist quasi eine Art Stable Diffusion. Und ihr seht schon, da geht ein kleines Fensterchen auf und dann sagt er, er zieht das aus dem Git-Repository. So könnt ihr es auch mit ComfyUI machen. Und dann ist es schon installiert. Das ist schon der Install.
ist das Fokus. Und jetzt müssen wir im Fokusgerät noch alle Sachen, die es braucht, installieren. Da gibt es hier diesen Install-Button. Und wenn man den drückt, dann geht hier so ein Terminal auf. Und da zieht er sich jetzt in der virtuellen Environment alle Sachen, die er braucht. Da geht er ab. Ist eine schöne Form eines Terminals. Das ist ein Embedded Terminal. Und da seht ihr dann, okay, er holt sich jetzt alles Mögliche. Was das alles ist, müsst ihr noch gar nicht wissen. Pinocchio ist deswegen sehr gut, weil es alles in virtuelle Environments installiert. Was heißt das? Wenn ich ein Tool habe wie Stable Diffusion oder ich habe ein Tool wie ConfUI, dann haben die alle unterschiedliche Anforderungen. Das eine braucht Paket mit der Version X, das andere braucht Paket mit der Version Y. Die gehen aber mit Paket YZXW. Und das sind ganz viele Pakete im Hintergrund, die alle zusammenarbeiten müssen. Und pro Programm braucht es alle spezielle Versionen. Das zu managen würde uns wahnsinnig machen. Deswegen erzeugt jedes Tool in Pinocchio seine eigene virtuelle Umgebung mit Python-Umgebung und installiert die Pakete, die es braucht. Das braucht Speicher. Also stellt euch schon mal darauf ein, ihr braucht Speicher, denn es wird alles redundant. Für jedes Paket, für jedes Programm wird jedes Paket extra speziell runtergeladen. Das heißt, ihr habt dann in jedem einzelnen davon noch einen eigenen Torch-Ordner, wo die vielleicht ähnliche Pakete liegen und so weiter. Das bläst sich dateispeichermäßig auf, weil sonst nicht gegeben ist, dass die alle fließend und gut zusammenarbeiten. Weil jeder Entwickler anders arbeitet und Sachen anders zusammenstellt. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Ich habe Pinocchio hier am Laufen. Jetzt starte ich diesen Container. Ich gehe nochmal sicher, dass er auch alle Requirements hat. Hat er. Und jetzt können wir hier auf Start drücken und können sagen, pass auf, wir haben verschiedene Modi. Wir haben den Default, den Standardmodus, den Anime-Modus, den realistischen Modus oder verschiedene andere Modis. Wir nehmen mal den Standardmodus und den klicken wir einfach an und dann startet er. Jetzt lädt er sich ein Modell im Hintergrund runter, weil der braucht ja auch irgendwoher ein Modell, irgendwas, wo kann ich die Bilder ziehen und so weiter. Jetzt zieht das gerade in Echtzeit aus dem Internet mit 118 MB. Zum Glück habe ich so eine gute Internetleitung. Und das sind 6,62 GB, die holt er sich mal schnell. So, er ist fertig. Und es startet er immer auf einem lokalen Webserver. Ihr seht schon, hier ist die URL. Die könnt ihr aufrufen, die könntet ihr auch im Netz freigeben. Und ich starte mal diese URL. Und dann sehen wir, hier ist Fokus. Fokus macht nichts. Ihr seht schon, mir brennt das Gesicht aus. Dark Mode und so weiter ist im Moment nicht vorinstalliert. Ich kann mal schauen, ob einer da ist. Style lassen wir einfach mal leer. Und ich sage, ich will hyperrealistisch ad hoc flying through space. Das machen wir jetzt einfach mal. Bam. Und das generieren wir. Und man sieht dann auch im Pinocchio, wie er läuft. Hier zum Beispiel. Da kann man sich dann immer so ein bisschen reingucken, wie er das macht. Und der arbeitet hier. Wupp, wupp, wupp. Und generiert mir einen Hund, wie er durch den Weltraum fliegt. So, wir sind durch damit. A dog flying through space. Zwei Modelle mal gemacht. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und das war jetzt einfach nur Fokus. Zack, zack, fertig. Da will ich irgendwas haben. Und es sieht unendlich gut aus. Jetzt kann man natürlich vom Performance noch auf Extreme Speed gehen. Ich will ein Bild. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell das geht. Ah, er braucht erst die LCM-Komponenten für sehr viel Speed, weil er holt sich jetzt Turbo. Ab geht er. Um's korrekt zu nehmen. Ich schneide hier jetzt an dieser Stelle nicht. Achtung, wir legen los. Zehn Sekunden. In 10 Sekunden erstellt er mir dieses Bild. Das ist Fokus. Fokus kann mächtige Dinge. Ihr könnt den Style ändern, ihr könnt so viel hier noch anpassen und einstellen. Euch aus, mal anklicken, was ist cool. Nehmen wir doch hier Neon Punk Base Suit Fighting Evil Hamsters. So. Im Cyberpunk-Style. Hat er gemacht. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Let's give it a go. Aber Quality, das heißt, es dauert jetzt länger. Das macht Fokus. Schaut euch dieses Bild an. Oh mein Gott, ist das nice. Hier sind so die Space Bombs, die ich angegeben habe. Und dann hier ist der Krieg im Hintergrund. Das hat er jetzt alles mitgenommen unter Quality. Es geht bei mir langsam, weil ich habe, wie gesagt, viele Sachen gleichzeitig drin. Aber wir ändern mal kurz noch die Pose. Through space, in a spacesuit, shooting a laser gun at space, at evil hamsters and space worms. Generieren wir nochmal.
unglaublich gut. Hier sind die Raumschiffe, er schießt seine Laserkanone. Unglaublich gut. Hammer, oder? Und schaut doch mal auf die Details. Das ist halt mega. Und das generiert in Sekunden. Die Anzahl der Finger passt sogar, obwohl es kein Mensch ist, ne? Zack, Fokus. Fokus gibt euch genau das, was ihr wollt, direkt und sofort. Aber damit werden wir heute nicht arbeiten. Das ist der Einstieg. Damit könnt ihr euch austoben, wenn ihr einfach nur Bilder generieren wollt, for fun. Installiert euch Fokus, macht, fertig. Wer noch mehr Modelle haben will, kann in Fokus natürlich noch mehr tun. Das heißt, ihr könnt hier reingehen und könnt hier zum Beispiel sagen, pass auf, ich will Modelle. Dafür braucht man dann nichts anderes als Fokus zu stoppen. Das ist hier. Wir stoppen Fokus. Und dann kann man auf Start gehen, kann sich eins der anderen Dinge aussuchen, was man haben will. Anime, Realistic Mode, Sci Mode, LCM Mode. Sucht man sich einen anderen Modus aus, dann wird ein anderes Modell im Hintergrund geladen und los geht's. Updaten kann man dann auch immer über den Update-Knopf. Und das ist alles. Und dann funktioniert es. Jetzt skippen wir mal weiter. Also schauen wir uns an. Bevor wir ComfyUI nutzen, wollen wir uns nämlich was Tolles installieren. Das Ganze heißt CrysTools. CrysTools. Was ist CrysTools? Das ist ein Tool, das uns anzeigen wird, wie viel CPU und GPU verbrauchen wir und wie lange wird es dauern, das Ganze zu rendern. Und wie besorgen wir uns das? Wie installieren wir das? Was wir tun werden ist, wir schnappen uns einfach Code, hier diesen Code-Knopf, Download Zip. Damit holen wir uns die Master-Datei. Und diesen Master-Ordner nehmen wir, ziehen ihn uns irgendwo hin, dann benennen wir ihn um und löschen am Ende einfach nur das Main, gehen in unseren ComfyUI-Ordner hinein, unter ComfyNotes und ziehen es hier rein. So, installiert. Jetzt starten wir ComfyUI und das Ganze wird automatisch übernommen und wir werden gleich automatisch dieses Plugin installiert haben. So geht die händische Installation. Kann man natürlich auch mit Importern oder so oder machen. Aber wir machen es mal mit der händischen. Wir sehen schon, ein Task to Finish, läuft das Ganze durch. So, wir haben hier einen Fail. Seht ihr das? Import failed. Wir können Try Fix versuchen. Das hat nicht funktioniert. Wir können also versuchen, wir haben einen Fix versucht. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal laufen zu lassen. Ihr seht schon, manchmal nicht ganz so einfach. Das heißt, er ist die Requirements nochmal durchgegangen, hat was gefunden, was er braucht. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. So, jetzt können wir es nochmal versuchen. Jetzt gehen wir hier rein, reloaden unsere UI. Sieht nicht so schlecht aus im Moment. Wir gucken mal, ob er CrysTools hat. Ja, sie funktionieren und sind da. Sehr gut. Das heißt, mit TryFix habe ich es hinbekommen. Nachdem ich es händisch installiert habe, ich hätte es auch über die UI installieren können, dann braucht man das nicht. Weil wenn, ich wollte nur mal die händische Installation zeigen. Denn wenn ihr das Ganze so installiert und sagt, pass auf, ich mache das über die Custom Notes und gebe es hier ein. Und installiert zum Beispiel dieses Quality of Life, das installiere ich einfach und dann wäre das fertig. Der macht nämlich im Hintergrund alles, was er benötigt, ohne dieses Try to Fix und so weiter. Dann ist fertig. Brauchen wir jetzt aber in diesem Fall nicht, hat funktioniert. So, und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Guckt mal her. Da haben wir unseren Resource Monitor. Ist das nicht schön? Der zeigt uns genau an, wie die Auslastung aussieht. Ich mache jetzt gerade noch gar nichts. OBS frisst 80% CPU-Last. Ist leider so. Deshalb werden wir uns beschränken auf nicht so krasse Tasks. Aber es wird trotzdem was Gutes werden. Hier sehen wir jetzt jedenfalls immer unsere Auslastung und wie lange etwas brauchen wird. 0%. So, beginnen wir. Ich habe uns etwas herausgesucht, um heute mal anzufangen. Und zwar fertige Workflows. Wer nicht weiß, wo man Workflows herbekommt, im letzten Videos habe ich es sehr gut erklärt. Ihr könnt in ComfyUI, könnt ihr selbst hier draufklicken und zwar auf Manager und Workflow Gallery. Und dann kann man hier zum Beispiel draufgehen und kann sich Workflows holen. Und dann seht ihr schon massenweise Workflows, die man sich einfach runterladen kann als JPEGs, als PNGs und die kann man laden. Und heute geht es darum, wir fangen an mit einem Logo. Denn ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie kann man Sachen umsetzen, die man so im Kopf hat und oder vielleicht mit Bildvorlagen arbeiten. Und da fangen wir mal an mit Logo. Hier habe ich eins, ziehe ich rein und habe hier einen Workflow. Und ich erkläre euch genau, was machen diese Workflows. Und das mache ich deswegen, weil ich euch zeigen will, was sind LoRas. Fangen wir von vorne an. Ich habe einen random Workflow hineingezogen. Der von diesem Bild. Und ich möchte so etwas haben. Um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert, mache ich ein Refresh. Am Anfang immer ein Refresh machen, ganz wichtig. Den Refresh-Knopf klicken. Und wenn man den Refresh gemacht hat, dann können wir damit schon ein bisschen beginnen. Ich tue das jetzt hier für das Video extra das Menü auf die linke Seite schieben, dass wir alles immer schön im Auge haben. Also, das SDXL Base Image habe ich.
Das habe ich mit heruntergeladen. Das kann man sich auf Civet AI oder Hugging Face holen und in den Models Ordner packen. Alle Modelle kommen in den ComfUI Models Checkpoint Ordner und hier habe ich ganz schön viele Modelle. Die müssen wir natürlich ausblurren, aber ich habe ganz viele Modelle. Und das hat automatisch schon mal das Base Model geladen. Wir wollen eine Auflösung mal 1024 Pixel. Mal 1024 Pixel. Hier hat er ein LoRa geladen, und zwar das Redmond Logo Read RF. Das habe ich schon heruntergeladen. Könnt ihr euch als LoRa von Civet AI runterladen. Dafür geht ihr auf Civet AI, sucht hier unter LoRa Logo, einfach LoRa Logo. Und dann findet ihr schon das hier. Das ist Logo.redmond.logo.lora. Das kommt dann in den Ordner, hier in euren ComfUI-Ordner unter Modelle, Loras und da kommt das Ganze hinein in den Loras-Ordner. So, was ist der Text? Der Cliptext ist ein Logo. Logo for Space Travel Company, Launch and Rocket Space Theme Colors. Okay, und das wollen wir nicht. Wir sagen a Logo for a Geeky Tech Company. Nerd with Glasses. Orange and Gray. Das ist mein Text. Ist nicht viel. Ich habe gesagt, hey, unser TGF-Logo, vielleicht ein bisschen reimagined. Schauen wir mal. Und dann habe ich gesagt, ich will keine schlechte Kunst. Ich will es nicht hässlich, nicht deformiert. Keine Watermarks, keine Duplikate. Alles andere lasse ich mal, wie es ist. Und dann machen wir eine Cue. So, jetzt geht er ab. Jetzt sucht er sich hier das Modell. Und was er dann macht, das zeige ich euch gleich. Jetzt sucht er sich hier das SDX-Base-Modell, geht hier rüber in die Prompt, hat sie durch und fängt an, schon das Bild zu generieren. Das wäre dann mein Logo. Klar, das ist jetzt nur ein Vorschlag. Ne? Wir könnten ihm jetzt noch sagen, Green Color brauchen wir nicht. Minimalistic. Und wir sagen hier unten, Side View brauchen wir nicht. Und machen das Ganze nochmal. Ihr seht schon, der geht ab. Und dann kann man sich gleichzeitig auch hier oben immer CPU und RAM Usage und GPU Usage anschauen. Das wäre jetzt ComfUIs Idee unseres Logos. Krass, oder? Richtig krass. Einfach zum Spaß machen wir nur noch mal zwei. Dafür, falls ihr mehr machen wollt, geht ihr hier in die Q-Front und könnt hier zum Beispiel reinschreiben oder extra Optionen anmachen und sagt, pass auf, Auto-Queue, ich will zwei haben. Und dann gehst du hier auf den Batch-Starter und startest einfach zwei davon. Heiß, oder? Das ist jetzt ComfUIs Reimagining mit diesem LoRa von unserem Logo. Das sieht schon wirklich gut aus. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück und schauen uns die Checkpoints an. Und ich versuche es einfach mit einem anderen Modell, und zwar Turbo. Er lädt jetzt diesen anderen Checkpoint, hat er schon durch, zack, zack, und geht viel, viel schneller. Nicht schlecht. Also wenn jemand schnell ein Logo haben will, zack, wäre es fertig. So. Also was macht das Ding? Das Ding holt sich ein Modell. Das Modell sagt, das ist der Pool, das ist der Datenpool, daraus kannst du was machen. Dann beschneiden wir den Clip, also die Textinformation ein bisschen, minus 1. Warum, werden wir später irgendwann klären. Dann sagen wir, pass auf, wir gehen ein LoRa. Was ist ein LoRa? Ein LoRa ist quasi ein Minimalindex. So, was ist erlaubt, was nicht, in welche Richtung sollst du gehen? So ein kleiner Minimalindex. Der sagt, aus diesem großen Modell will ich nur einen speziellen Datensatz. Und das macht das LoRa, das limitiert den Datensatz auf, hey, ich will was in dieser Richtung. Und hier in dem Sinn Logo. Und dann geht er rüber in den Clip und sagt, was er haben will, was er nicht haben will, wissen wir. Und in den Sampler. Hier unten wieder VAE. VAE ist der Bauplan von Bildern mit dem leeren Bild. Und dann geht er hier rüber und baut das Bild. Hier gibt es ganz verschiedene Settings noch. Hier zum Beispiel die Sampler-Methoden. Und hier unten dann noch den Scheduler. Meistens ist das Ausprobiersache, denn die haben alle unterschiedliche Algorithmen, mit denen sie Dinge tun. Gehen wir demnächst mal drauf ein. Schauen wir uns an. Was zu beachten ist, sind die Stufen. Wie viele Stufen sagt uns an, wie fein wird das Bild nachbearbeitet. Jede Stufe mehr holt mehr Details raus, weil es nochmal einen Schritt, nochmal einen Schritt, nochmal einen Schritt, nochmal detaillierter. Geht man damit zu hoch, macht man das Bild kaputt. Geht man zu niedrig, dann kann es schlecht aussehen. CFG sagt immer, wie nah hältst du dich bitte an meine Anweisung? Und ein Wert zwischen 6 und 10 ist meistens anzuraten. Höher, schlecht, weil dann kann das Bild auseinanderfallen. Niedrig, dann bekommt ihr nicht, was ihr wollt. Die zwei schauen wir uns demnächst mal an. Der D-Noise-Step ist auch noch wichtig, weil das Latent Image ist Noise, also aus dem Rauschen. So funktionieren die Dinge, die erzeugen ein Rauschen.
Und aus diesem Rauschen wird dann ein Bild generiert. Wenn jetzt aber das Rauschen weniger die Noise wird, dann ist mehr Freiheit da. So, den VRE lassen wir mal so. Wir versuchen es jetzt mal mit noch einem anderen Modell. Und zwar mit Turbovision. Und dann geben wir Turbovision und lassen es mal auf der GPU laufen, weil es gibt verschiedene Modelle. Ich mache jetzt zum Gag mal eine GPU-Version. Jetzt geht er wieder aus dem Checkpoint, sammelt die Modelldaten, gibt sie weiter an das LoRa, das gibt sie weiter an die Clips und schon sind wir im Sampler. Sieht auch nicht schlecht aus, Brille gefällt mir aber nicht. Lassen wir ihn nochmal machen. Das sieht schon wieder noch ein bisschen besser aus. Also so hätten wir jetzt ein Logo. Gibt aber noch mehr Möglichkeiten, ein Logo zu machen. Nicht nur diese Custom Workflows. Den aufzusetzen ist ja ganz einfach. Dieser hier, der sieht schon mal ganz, ganz anders aus. Und was ist das hier? Wir schauen uns jetzt erstmal an, was macht dieser Workflow. Dieser Workflow nimmt einen Checkpoint, ein Modell, macht wieder die ersten zwei Layer diesmal weg. Dann gehen wir in Yope, in Redmond Logo wieder rein, in ein LoRa, um zu sagen, hey, ich will die Logo-Sache haben und dann passiert, was macht er? Er holt sich gleichzeitig hier unten eine Auflösung. Wir wollen ein Square. Okay, der legt die Auflösung nicht per Hand mit dem Latent fest, sondern mit dem Square. Dann sagt er hier, wie viel Anzahl Bilder brauchen wir. Das ist nichts anderes, als wenn wir ein Latent Layer generieren, aber die Person denkt sich halt, hey, ich will es genauer und detaillierter haben. Geht darüber in den Sampler. Der ist ein bisschen advanced, das ist quasi der gleiche Sampler, den wir gleich hatten, nur halt als advanced. Und dann will er noch Settings haben, PF-Settings und CH-Settings. Keine Ahnung, was die in diesem Moment machen. Aber was wir tun können, ist erstmal einfach herausfinden, was er tun wird. So, ich will ein Logo und zwar, dann gehe ich hier unten hin und sage, was ich nicht haben will. Ja, und dann machen wir das Ganze nochmal. Empty latent fail to convert to input. Batch size, non-argument must be a string. Ah ja, weil wir keine Batch size festgelegt haben. Schau mal hier, value. Dann sage ich, pass auf. One. Ein Warrior von One. Also ein Bild wollen wir haben. Gib ihm. Jetzt macht er mein Bild. Er geht hier rein, lädt das Ganze wieder durch, geht zum Case-Sampler. Also nichts anderes wie gerade eben, sieht nur komplizierter aus. Und nimmt die Prompt, die wir gerade haben und generiert uns wieder ein Logo. Bam, das wäre diese Version. Diesmal mit einem Sound, dass wir wissen, wann wir fertig sind. Machen wir das Ganze doch noch einmal. Aber jetzt haben wir natürlich ein Ding, wir haben einen fixen Seed. Wir klicken jetzt hier auf Randomize Each Time. Und dann wird immer ein anderes Bild rauskommen. Sonst hätten wir ja immer das gleiche Bild. Wollen wir nicht. Wir haben jetzt hier einen anderen Seed. Side View wollten wir nicht. Ihr seht schon, hier kann ich auch schnell abbrechen, wenn mir das nicht gefällt. Mal schauen, ob das ein gutes wird. Oh, das sieht schon mal interessant aus. Ein bisschen Dr. Strange mäßig, aber wieso nicht? Ja, wieso nicht, wenn jemand mit Augen will und so weiter. Und hier so ein kleines Schnitt. Sieht gut aus. So, jetzt gehe ich hier rein und sage, abstrakt will ich nicht. Aber ich will Low Detail und Sharp. High Contrast. Let's go. Nicht schlecht, gutes Logo. Sogar die Augenbrauen ein bisschen mit drin, mit so einem kleinen Schatten hier. Die Doppelaugen, also diese Doppelbrille hier, die würde ich noch ein bisschen wegnehmen. Boom. Jetzt machen wir das nochmal und schauen wir mal, ob das Ganze ein Ergebnis gibt. Jetzt macht er natürlich wieder Duplikataugen, seht ihr das? Das gefällt mir gar nicht. Wir machen hier erstmal das hier raus, so passt. Leertaste braucht man manchmal noch zusätzlich. Wenn wir das gemacht haben, schauen wir, ob das schon das Problem behoben hat. Prompting 101, ja, hat es behoben. Manchmal muss man einfach eine Leertaste mehr hinzufügen. Jetzt macht er wieder ein Face. Oh. Genaueres Prompting, besseres Ergebnis. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, das beste Ergebnis, das wir bis heute, also heute hatten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt könnte ich natürlich noch Angaben machen, wie der Bart sein soll, ob der Bart sein soll und so weiter. Das ist richtig gut. Font ist natürlich nicht perfekt, weil er kann es nicht richtig machen. Texten sind natürlich immer noch ein bisschen schwierig, aber das ist richtig gut und richtig nah dran. Gefällt mir richtig. Wenn du so ein Logo hast, wow, schönes Lining, sehr gut. Wichtig dabei ist, jetzt würde ich halt einfach das hier rauslöschen und das Ganze nochmal per Hand in Photoshop oder so anschreiben. Fertig ist das Logo. Minimalaufwand, sehr gut gelöst. Und diesen Strich würde ich hier im Photoshop noch mit wegmachen. Nur diesen kleinen Strich. Dann hast du ein richtig sexy Logo. Ohne viel Aufwand. Ich kann es natürlich nochmal probieren, ob er uns vielleicht noch ein besseres liefert. Deliziös. Sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Okay, jetzt schauen wir uns noch einen anderen Workflow an. Das ist ein anderes Kaliber. Ich wollte euch nur mal zeigen, was es alles für Möglichkeiten für Flows gibt. Da hat jemand das Bild sehr, sehr groß gezogen mit einem Upscaler nochmal. Um es übersichtlicher zu machen, hat diese Person Routings gemacht. Das heißt, man kann aus einem Punkt hinausgehen und kann dann sagen, pass auf, ich will einen Routing-Punkt. Und das ist dann wie ein Knoten, von dem man immer wieder abzweigen kann. Das kann man bauen, macht manchmal das Ganze übersichtlich, manchmal halt überhaupt nicht. Also, er sagt die Caption positiv, also wollen wir jetzt hier zum Beispiel
The Geek Freaks ist positiv. Der Style ist aber undefined. Gehe ich mal auf Modern. Negativ. Ugly. Deformed. Können wir versuchen. So, mehr mache ich mal nicht. Und dann schauen wir, was haben wir hier. Hier haben wir einen positiv A-Score, negativ A-Score. Der hat alle Werte ausgelagert. Ob das gut ist, können wir uns wann anders überlegen. Also sind alle Werte ausgelagert. Und dann geht er durch dieses ganze Gewuschel durch. Sagt, das hier ist der Second Pass Latent First Pass. Also er nimmt das latente Image, das generiert wird, und macht zwei Anläufe. Einmal einen First Pass und nochmal einen zweiten Pass, um es zu detaillieren. Und dann geht er in den Decode. Dann erstellt er davon ein Bild. Dieses Bild nimmt er und haut es in einen Gesichtsdetaillierer rein mit den entsprechenden Settings, um es nochmal detaillierter zu machen. Das ist ein Sampler, der eigentlich nur für Gesichter ist. Und haut es von diesem Refiner-Output nochmal in den Upscale. Boah, machen wir einfach. Das ist wild. So ein Work. Failed to convert float. Okay. Must be a real number. Wir haben jetzt hier keine Floats. Jetzt habe ich hier überall Werte eingegeben. Ich weiß auch nicht genau, was es tut. Aber jetzt tut es und wir schauen mal, was daraus passieren wird. Er ist jetzt hier und holt sich hier seine Modelldaten vom Base- und Modell-Refiner. Und was diese machen, erzähle ich euch gleich. Und jetzt generiert er schon Bilder. Er generiert ein Logo. Ist jetzt nicht mein Style in dem Moment im First Pass und so, aber er generiert ein Logo. Das ist die Preview. Jetzt kommt der Refiner. Ja, gefällt mir jetzt nicht so gut. Gehen wir mal zum nächsten. Dieser Workflow hier sah auch sehr interessant aus. Das ist ein Prompt-Reader. Man kann da was eingeben, was man haben will von einem Bild. Und der erstellt dann eine Caption von einem Bild. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch reingehe und nehme die Bilder, die wir schon haben. Seht ihr, das ist ein Example-PNG, aber ich könnte jetzt reingehen. Nehme ich mal eins der coolen Bilder raus, das hier zum Beispiel, und ziehe das hier drauf. Dann hat er das Bild genommen und dann wird er daraus eine Caption erzeugen. Den lassen wir mal laufen. Das ist aber doch, das ist nice. Wir können natürlich auch das Original-TGF-Logo nehmen und mal damit arbeiten. Irgendwie ist es schon sehr cool, wenn wir die Pflanzenfreaks werden. Das Modell wollte ich nehmen. Der generiert mir also jetzt random Logos. Also richtig random. Und zwar hochdetailliert. 60 auf dem Base und 20 auf dem Detailer. Das heißt, er nimmt hier, und das ist wichtig, er nimmt hier 10.000 Stufen und 60, also er hört bei Stufe 10.000 auf, theoretisch, in 60er Steps. Das heißt, er macht 60 Steps und geht 10.000 Vorgänge in 60 Stufen durch. Und dann geht er rüber und sagt, hey, gib mir nochmal 20 Stufen. Also er macht sehr viel detailliert. Das ist sehr detailliert. Und dann geht er nochmal aus dem Decode, holt sich die Metadaten von hier oben und geht hier nochmal rein und sagt, pass auf, mit der Prompt Data wird das Ganze gesaved. Und jetzt hat er hier seine Varianten fertig gemacht von diesem Logo. Das sind die vier Varianten und die sehen alle, vier Bilder, und die sehen alle echt gut aus. Wow. Bis jetzt, glaube ich, der Beste von allen. Von allen ist das, glaube ich, gerade der beste Workflow, um Logos zu generieren und kreativen Input für die Logos mitzunehmen. So, und jetzt habe ich das Ding nochmal ein paar Logos erstellen lassen, vier Stück wieder von diesem Tool, und die sehen gar nicht schlecht aus. Ich habe jetzt nicht Nerd definiert oder dass das Ganze mit Glasses sein soll, einfach ein paar Logos generieren lassen und auch die sehen richtig schön aus. Wer diese Workflows haben will, verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung diese Workflows. Als Bilder, als Pack kann man sich herunterladen, könnt ihr damit rumspielen. Diese ganzen Pakete verlinke ich. Hier zum Beispiel, wenn man nicht vier auf einmal generieren will, kann man hier auch einfach sagen, in der Batch Size generieren wir nur eins oder zwei. Das ist hier definiert. Da kann man dann in diesem Prompt with Style, Prompt Styler kann man dann anlegen, pass auf, ich will nur 1, 2, 3, 4 oder auch 30 haben und dann macht er mir so viele, wie ich will, um sie miteinander zu vergleichen. Wichtig dabei ist, falls irgendeine dieser Plugins bei euch nicht installiert ist, natürlich, wie im letzten Video beschrieben, gleich nochmal anschauen, das letzte Video, dass ihr es einfach direkt habt und seht, man kann hier reingehen in Manager, Install Missing Custom Nodes. Und das kann ganz wichtig sein, dass man die installiert. Dann installiert ihr alle Custom Nodes, die hier fehlen, und startet neu. Falls diese Custom Nodes nicht funktionieren sollten oder es Fehler gibt und bei euch Fehler bei der Installation auftreten, was passieren wird an irgendeinem Punkt? Ganz wichtig, das wird passieren, dass mein Custom Node nicht funktioniert. Dann werdet ihr euch freuen, im nächsten Video gehe ich genau darauf ein, wie ihr die Dinge reparieren könnt. Hat aber damit zu tun, dass man mal in die CMD muss und Requirements installieren muss, also die -Requirements.txt. Die ist wichtig bei jedem Plugin. Die kann helfen, dass das Ganze dann trotzdem smooth läuft. Wichtig noch, ganz wichtig noch, jede dieser Nodes, diese Custom Nodes, diese verschiedenen Dinge, alles davon, die sind immer unterschiedlich. Heißt, man kann
im Groben sagen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und herumprobiert hat, was jedes dieser Dinger tut. Das versuche ich euch auch ein bisschen zu beschreiben. Aber es gibt mittlerweile so viele davon, und ich meine nicht nur ein bisschen so viele, sondern schaut euch mal die Liste hier an, was ich hier alles installiert habe. Die Liste ist lang. Die Liste ist sehr, sehr lang. Und warum ist die sehr, sehr lang? Weil für jede Anforderung jemand neue Versionen, Derivate von ähnlichen Plugins, Add-ons und ähnlichem gemacht hat. Und wenn ihr Workflows aus dem Netz ladet, hat jeder so seine Präferenz, was er denn gerne benutzt und welchen Workflow er wie gerne benutzt, auch wenn sie in der Funktion ähnlich sind. Darauf möchten wir ja auch eingehen, dass ihr seht, was eigentlich im Hintergrund da alles passiert. Das ist kein Hexenwerk und es ist auch nichts Kompliziertes. Zum Abschluss gebe ich euch noch ein Brotlogo mit. Was? Ein Brot? Ja, ich gebe euch einfach ein Brotlogo mit. Lassen wir ein Brot erstellen mit dem Text. Ihr könnt auch Text generieren lassen, das wollte ich euch damit sagen und zeigen, denn es ist relativ einfach. Jetzt generiert ihr mir ein Brotlogo mit Brottext. Wow! Auch alle Bilder, die wir in dieser teuren Reihe generiert haben oder die ich für euch gerade generiert habe, diese Bilder, die landen auch unter diesem Video als Download-Link. Könnt ihr euch direkt mit herunterladen, das sind alle generierten Bilder aus dieser Download-Reihe, aus dieser AI-Reihe, das heißt, ihr könnt diese Bilder nehmen. Jedes dieser Bilder, die wir heute generiert haben, könnt ihr einfach nehmen und könnt dann sagen, pass auf, das hätte ich doch mal gerne nachgebaut. Dann nimmst du eins der Bilder, die wir heute generiert haben, was schon ziemlich viele sind, hier auch im Texterordner. Da sieht man dann, da haben wir viele Logos und Sachen generiert. Und ich möchte die nachgenerieren, alles was heute so passiert ist. Ich möchte das mal nachgenerieren. Zum Beispiel möchte ich nachgenerieren, dieses coole Logo. Dann zieht ihr das in ComfyUI rein und habt sofort den Workflow mit allem, wie ich es im Video auch gemacht habe und könnt es versuchen nachzubauen, nachzuvollziehen oder eben am Tutorial mit nachzuarbeiten. Das versuche ich jetzt pro Video immer zu machen, dass alle generierten Bilder gebe ich euch automatisch mit und dann könnt ihr automatisch einfach nachbauen, herausfinden, ausprobieren und damit Spaß haben. Ich hoffe, das war schon mal interessant und ein guter Einstieg. Was haben wir heute gemacht? Kurz Zusammenfassung. Wir haben herausgefunden, wie man ganz schnell mit Focus Bilder erstellen kann. Und dann haben wir uns angesehen, wie man mit ComfyUI Logos ein bisschen bearbeiten, adaptieren, umarbeiten kann oder selber generieren kann mit Styles, Prompts oder eben den Style von einem vorherigen Logo verändern kann. Das Ganze ist schon mal sehr cool. Im nächsten Video schauen wir uns noch ein paar andere Workflows an, wie man Styles einstellen kann und richtig detaillierte Bilder from scratch macht. Und richtig schön damit arbeitet. Wenn euch das Ganze interessiert, lasst uns Fragen in den Kommentaren da unten da, dass wir genau diese Tutorial anpassen können auf eure Bedürfnisse, Wünsche und was euch genau interessiert. So, dann verabschiede ich mich aus diesem Teil der Reihe und wünsche euch viel Spaß, denn ihr geht sofort rein in den nächsten Teil der Reihe.